Passagierüberflugsystem dort einzelne Schiffe. Wir schauen uns gleich ein Foto an. Während der Fahrt erklären wir Ihnen die wichtigsten Seen. Plus Excursion Boat. During the trip, we'll tell you about the most important. Neubarock, 1887. St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute. To the right, you can see the St. Nicholas Church, built in 1887 in neo-baroque style. St. Nicholas was the patron. Amsterdam kämpfte mit einem großen Mangel an Wohnraum. Deswegen suchten viele Menschen Zuflucht in Wohnbooten, von denen wir hier einige liegen sehen. Die meisten dieser Boote liegen hier legal, also mit Zustimmung der Gemeinde. Sie sind angeschlossen an Gas, Wasser und Strom. Die illegalen Schiffe sind das natürlich nicht. Donc ici. La plupart de ces bateaux sont amarrés ici légalement, c'est-à-dire avec l'autorisation de la commune. Ils sont raccordés au réseau d'approvisionnement en eau, gaz et électricité, ce qui n'est pas le cas des bateaux amarrés illégalement. Rechts zien we de Montebaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw opgeplaatst werd. De toren werd vroeger de Malle-Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. Rechts liegt der Montebaansturm, Unterbau 15. Jahrhundert, Überbau 17. Jahrhundert, eine Bastion der alten Stadtbefestigung. Und Jakob, weil die Turmuhr ständig falsch ging. To the right, we see the Montalban Tower, an old defense tower. The bottom part dates back to the 15th century, but the top wasn't added until the 17th century. The tower used to be called Gekke Jacob, Crazy Jack, because the clock. Et la partie supérieure du 17e siècle. Autrefois, la tour était appelée Jacques le Fou, parce que l'horloge y a mal fonctionné pendant longtemps. Een 17e-eeuwse stijl waarin deze pakhuizen waren opgetrokken. Die gracht in die wir jetzt hineinfahren wird Oude Schans genannt. Auch schon wieder so eine alte Verteidigungsgracht von der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Auf der linken Seite sehen wir aus dem 17. Jahrhundert stammende Lagerhäuser. Viele hiervon hat man im Laufe der Jahre umgebaut. Die Renovierungen sind ziemlich radikal gewesen. Denn man hat wenig oder keine Rechnung mit dem prächtigen 17. Jahrhundert. Links sieht u zo dadelijk de kleinste gracht van Amsterdam, de Beulingsloot. We zien dat er geen kaden zijn en dat de huizen direct in het water zijn gebouwd. Beachten Sie gleich auf der linken Seite die Beulingsloot. Das ist die kleinste Gracht von Amsterdam. Die Häuser stehen dort direkt im Wasser. To the left, you're about to see Amsterdam's smallest canal, Burlingsloot, or Burling Ditch. We can see that there are no pavements here, and that the houses have been built directly facing the water. À gauche, vous voyez le plus petit canal d'Amsterdam, le Burlingsloot. Ici, il n'y a pas de quai, et les maisons sont construites à même l'eau. De kerk was gebouwd in 1668. Dit gebouw doet tegenwoordig dienst als cultureel en congrescentrum. Op de rechterzijde zien we de koepel der lutherischen Kirche. De bouw stamt van 1668 en is heute unterirdisch met het benachbarten hotel verbonden, dem die Kirche voor Empfänge en Konzerte dient. On the right, the former Lutheran church with its round upper roof. The church was built in 1668. Nowadays, the building. It's a cat boat. Cat. It's a cat in there.
aan te leggen, waar de grootste schepen kunnen laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan de Noordzeekanaal tussen Amsterdam en IJmuiden. We hebben nu die Innenstadt verlassen en gelangen in den früheren Hafen. Amsterdam besitzt einen der größten Häfen Europas. Die wichtigsten Hafenbecken liegen jedoch westlich von hier, am Nordseekanal zwischen Amsterdam und seinem Vorhafen Heidelberg. Diese Verlagerung war infolge des wachsenden Empfangs der Seeschiffe. We've now left the city center and we're entering the former harbor. Sie sehen links das Hafenhaus, Sitz von Hafengebühren und Schifffahrtsfirmen. The tall building on your left is the harbor building with its numerous offices. Le haut bâtiment à votre gauche est le Harbor Bar. De nombreux bureaux y sont établis. Oh, c'est un an. Là, il y a des gens qui sont là.